Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play SMP Life a Dream. Ja, letztes Mal haben wir den Job Schornsteinfeger angefangen. Und jetzt kümmere ich mich auch wirklich mal um Schornsteine. Da ich ja letztes Mal eher nur zu einer Kiesgrube gefahren bin. Und da nichts gemacht habe. Aber jetzt scheint der Job auch einigermaßen zu funktionieren. Das ist ja ganz praktisch. So. Muss ich als nächstes dann da hoch? Ach hier, Abkürzung. Okay. Ich schätze mal, ich muss jetzt einfach noch ein paar Häuser abfahren. Das war's dann auch. Schätze ich mal. Wow. Das ist echt ein leistungsstarker Motor, glaube ich. So wie wir abgebremst werden. Hier oben. Ach, da parke ich schnell hier. Das ist alles legitim. Jedenfalls fast. Okay, ich glaube, damit wäre auch die letzte Frage vom letzten Part geklärt, ob moderne Häuser. Obwohl, es waren Hochhäuser, von denen ich geredet habe, ne? Kann das als Hochhaus zählen? Nein, definitiv nicht. Okay, aber ich weiß, dass Hochhäuser auch sowas drauf haben. Das heißt, dass der Beweis, Hochhäuser haben auch Schornsteine. Auch wenn ich mir jetzt gerade frage, wozu braucht eigentlich ein modernes Haus Schornstein? Ich meine, bei diesen alten Häusern, da kann ich es ja verstehen, wenn man noch einen Ofen hatte. Irgendwo muss das ganze Zeug ja raus. Ja, aber bei modernen Häusern, da verbrennst du ja normalerweise nichts im Haus. Ich fahre jetzt doch mal hoch. Sehr fragwürdig. Naja, ich bin niemand, der sich groß für Gebäude interessiert, also brauche ich das auch nicht zu wissen, schätze ich mal. Vermutlich. Ja. Obwohl, warum eigentlich nicht? So uninteressant ist doch gar nicht. Ich glaube, ich guck mal bis zum nächsten Part, zu was Schornsteine bei modernen Häusern überhaupt da sind. Und wenn ich jetzt sage, ich guck bis zum nächsten Part, also natürlich, ich werde es vergessen. Ja. Höchstwahrscheinlich. Und ich habe vergessen, die Stopper zu resetten. Das heißt, dieser Part wird schon wieder 2 Minuten länger. Ja, okay. Hatte ich mal gesagt, ich mache nur 10 Minuten Parts? Wenn ja, dann habe ich damit gemeint 10 bis 15 Minuten. Okay, da vorne ist noch einer. Und dann waren das auch wieder 3 Häuser. Wie gerade im Dorf. Da komme ich nicht hoch. Wow. Da scheint sich ja jemand viel dabei gedacht zu haben, wo er diesen Beruf gemacht hat. Ja, ist ja nicht egal, ich kann auch kurz hinfahren und dann mit Hilfe meines Autos hochgehen. Mich würde mal interessieren, ob die Gänge auch für die Rückwärtsgänge zählen. Wer weiß. Okay. Oh, davon ist noch eins. Ja, aber das ist ja wieder ein bisschen weiter weg. So minimal. Fahrer. Oh Gott, nicht mehr im ersten Gang. Okay, komme ich da hoch? Ich gehe mal auf Nummer sicher. Und stelle das Auto her. Na, ich wäre vermutlich nicht hochgekommen. Deswegen auf Nummer sicher gehen. Komm. Ach komm, das gibt's doch nicht. So, hier und den Schornstein angucken. Auch wenn das ehrlich gesagt eher wie so ein Belüftungsschacht aussieht. Naja. Wie gesagt, ich bin niemand, der sich groß jemals mit Gebäuden auseinandergesetzt hat. Deswegen kann ich das wahrscheinlich auch nicht auseinanderhalten. Vielleicht gibt es ja Schornsteine, die aussehen wie Belüftungsschächte. Oder es gibt Belüftungsschächte, die aussehen wie Schornsteine. Oder irgend sowas. Wow, das ist echt Philosophie auf höchstem Level. So, mal gucken, ob ich hier hochkommen. Das könnte knapp werden. Ach, perfekt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt keine Lust gehabt, das Audio irgendwie hochzuschleppen. Aber muss doch ein bisschen mehr machen, als ich dachte. Ich bekomme über 7000 dafür, ne? Ja, okay, ich glaube, das ist noch annehmbar. So ein bisschen. Das ist ein Schornstein. Ja, das ist so ein richtiger Schornstein. Hier sieht man so, ja.
Da, wir haben bestimmt den Kamin im Haus. Und da brauche ich auch einen Schornsteinfeger, ja. Aber die modernen Schornsteine, ich weiß echt nicht wofür. Wahrscheinlich wird das auch irgendwas mit. Obwohl, man hat doch auch so eine Dunstabzugshaube Ding am Herd, ja, wo der ganze Nebel vom Kochen rein kann. Nebel, nein, Dampf. Wo der ganze Dampf, oder wenn man es verbrennt, auch Rauch vom Kochen rein kann. Vielleicht leitet das halt zum Schornstein. Oder es hat irgendwas mit der Heizung zu tun. Ich glaube nämlich, ich habe schon mal gehört, dass das mit der Heizung zu tun hat. Aber mir jetzt gerade spontan nicht einfällt, was. Weil, naja. Was soll das schon mit der Heizung zu tun haben? Da, das habe ich ja vorhin schon erklärt. Ach, bin ich ein Erklärer. Da komme ich nie hoch. Da. Wir in der Zwischenzeit nicht mehr mit Holz heizen, sondern mit Gas oder mit Öl. Also muss auch irgendwie erwärmt werden. Schön mit Strom, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Und wahrscheinlich habe ich gerade Mist hoch 10 erzählt. Und wahrscheinlich habe ich Zuschauer, ja, die alle. Weiß nicht, wer kümmert sich bei dem Haus um sowas? Die alle Experten darin sind und jetzt sich so denken, was gucken die denn an? Okay, mal gucken, ob ich das Fahrzeug jetzt wirklich wieder parken muss. Ja, das sieht stark danach aus. Gut, dann hätten wir es auch geschafft. Was sagt denn der Part? Der Part, der sagt, er braucht noch ein bisschen. Das ist ja auch ganz in Ordnung. Dann kann ich noch irgendwas anderes machen. Zum Beispiel nochmal bei den Jobs vorbeigucken und mir einen neuen Job suchen. Denn ich werde jetzt erstmal alle ausprobieren. Und dann sagen, dass ich mich für einen entscheiden werde. Vermutlich. Also heute meine Sätze sind irgendwie nicht so, ne? So kann ich denn hier runter. Schnellsten Weg. Ja, das ging ja besser als erwartet. Ich dachte, jetzt haut's mich auf den Rücken und ich explodiere oder so. Das heißt, wir haben auch noch nicht Rücken. Dach meine ich natürlich. Das haut mich auf den Rücken. Das ist. Es ist jetzt 16 Uhr. Wie kann ich um die Uhrzeit schon munter sein? Ja, das ist. Nein. Das ist. Nee, 4:30 ist definitiv zu früh. Da muss ich mir merken. Geld abheben. 1700. Oh. Was war denn meine Bankpin? 1234, ne? 1700. Und wir können gleich wieder zur Stadthalle fahren und einen neuen Job aussuchen. Jetzt ist nur die Frage, wie lange der Part noch dauert. Ich war bei ungefähr 11-12 Minuten beim letzten Part. Bei 14 Minuten habe ich umgeschaltet. Jetzt sind wir bei 6. Das heißt ungefähr. Ja, das sind wir jetzt ungefähr bei 8 bis 9 Minuten. Ist das schön, mal so schnell ins Auto zu fahren. Im Gegensatz zu dem da. Da sind wir jetzt bei 8, 9 Minuten. Also, da geht noch die Fahrt zur Stadthalle. Ja. Vermutlich. Hui, das war knapp. Übrigens gibt es auch noch keine. Oder sagen wir mal, kleine Fortschritte gibt es schon. Bei. Der Auswahl des Hauptprojekts. Vermutlich werde ich einen Simulator spielen. Da ich Simulatoren toll finde. Ja. Das ist wieder. Argumentation auf höchstem Level. Ja, jetzt hatten wir Philosophie und jetzt die Argumentation. Was kommt als nächstes? Naja, was soll man machen? Also wie gesagt, es kommt wahrscheinlich ein Simulator. Das dürfte wahrscheinlich die wenigsten hier. Die geht's SMP schauen interessieren. Simulatoren, das schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß es natürlich nicht, ja. Ich spiele auch SMP und mag Simulatoren. Aber ich schätze mal, der Großteil nicht, ja. Erst nicht, weil ich keiner dieser Leute bin, der Simulatoren spielt und dann
eben nur scheiße in diesen Simulatoren baut, sondern ich möchte die Simulatoren dann noch möglichst realistisch spielen, was dann schon eher selten auf YouTube ist, gibt es zum Glück auch öfter, ja, aber nicht so oft. Und erst recht denke ich, das wird eine kleine Zielgruppe sein, das heißt, mein Nachprojekt wird wahrscheinlich nicht so viele Klicks haben, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe 454.000, ach du Scheiße. Hatte ich nicht 200.000? Was weiß ich. Ich scheine ein bisschen Geld zu haben. Aber ich glaube, ich habe ja schon mal geguckt, wie viel so ein gutes Auto kostet und die waren trotzdem noch viel zu teuer. Also werde ich wahrscheinlich weiter sparen. Oder wie viel kostet denn eigentlich hier dieses, oh Gott, wie hieß denn das nochmal, das schnelle Motorrad in SMP? Mir fällt es gerade nicht mehr ein, ja, aber das ist das wirklich schnelle, ja. Das schnellste, kann man auch sagen. Aber mir fällt es gerade wirklich nicht ein, ja. Das könnte ich mal gucken, wie viel es kostet. Vielleicht kann ich mir das leisten. Das wird wahrscheinlich etwas billiger sein als ein schnelles Auto. Ja, mit dem Auto, das kann man noch tunen. Naja, das überlege ich mir dann was anderes. So, dann habe ich perfekt eingepackt. So, ja, dann hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein hier bei SMP Live Dream. Bis dann und ciao.